Winterzeit ist Skifahrzeit. Doch hier im Allgäu scheint sich noch etwas ganz anderes abzuspielen. Und verantwortlich dafür sind 8 junge Musiker. Also die Konzerte nennt man Guerilla-Gig. Und wir gehen ganz spontan an irgendwelche Plätze und lassen uns dann überraschen, was passiert. Die Leute wissen nichts davon. Die 8 Freunde aus Wangen, einem Grenzort zwischen Bayern und Baden-Württemberg, haben die etwas andere Blaskapelle mit dem Namen Fettes Blech gegründet. Heute ist ihr 16. Spontankonzert, trotz Schneesturms und Minusgraden. Letztes Mal haben wir es in München gemacht, da hatten wir 30 Grad. Ich glaube, jetzt das war auch zu heiß. Jetzt ist es zu kalt. Ja, super. Nee, aber, aber ich weiß ja nicht, wie lang das cool ist, wenn es so kalt ist. Ich weiß nicht, wie lange soll man dann spielen? Eine halbe Stunde oder so. Ja, ja. Bei dem geilen Wetter? Bei dem geilen Wetter. Seit mehr als 6 Jahren gibt es die Band, bestehend aus Saxophonist Julian, Schlagzeuger Elias, Tubist Florian, den Posaunenspielern Andreas und Simon und dem Trompetentrio Florian, Robert und Philipp. Ihre Guerilla-Konzerte kündigen sie wenige Stunden vor Beginn über Social-Media-Kanäle an. Immer spontan und ohne großen Schnickschnack. Das Besondere an unserer Musik ist, dass es einfach nichts Elektronisches gibt. Wir spielen alles mit unseren Blaseinstrumenten. Und ich glaube, dieser Effekt, dass wir alle mit handgemachter Musik spielen, das begeistert die Leute umso mehr, weil eine E-Gitarre klingt immer gut. Eine Tuba vielleicht nicht jeden Tag gleich gut. Der Spaß kommt bei den Freunden nie zu kurz. Bis zu 25 Bühnenkonzerte im Jahr stemmen sie zusammen. Berufsmusiker sind nur Florian und Andreas. Doch alle 8 stammen aus Musikerfamilien. Bei uns auf dem Dorf, man hat irgendwann mit 6 oder 7, es gibt die Frage, entweder Fußball oder Blasmusik. Und wenn man für Fußball zu langsam ist, dann geht man in die Blasmusik. Und wenn man da dann auch langsam ist beim Instrumenten aussuchen, dann bleibt man bei der Tuba zum Beispiel. Und ich glaube, jedem von uns ging es irgendwann so. Also man fängt einfach an, weil vielleicht der Vater spielt oder ja, es ist so ein soziales Ding. Die Männer sind gut gerüstet. Trotz kurzer Hosen und ohne elektrischer Verstärker. Voll bepackt mit Motivation, die Musik zu den Menschen zu bringen. Die Skipiste wird zur Konzertarena. Jetzt heißt es aufwärmen und die Instrumente warm spielen. Wir waren noch nie auf einer Piste, wo so viel Schnee war. Das haben wir noch nie gemacht. Wir wollen auf jeden Fall alle Leute, die da sind, animieren. Jeder, der Bock hat, egal ob Skifahrer oder ob Wanderer, Tour, Skier, Snowboarder, wir nehmen alle mit. Piste frei für das Guerilla-Konzert. Für so einen Auftritt brauchen die Künstler nicht viel. Mit klassischen Instrumenten sorgen sie für gute Laune bei Jung und Alt. Einfach hinstellen, loslegen und für ausgelassene Stimmung sorgen. Ich fand's voll cool, dass die da hier so mit kurzer Hose und so. Eigentlich ist es schon verdammt kalt. Einen schönen Moment schenken und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ganz spontan und gratis. Das haben wir nie auf der Skipiste gesehen hier. Nein. In Österreich nicht. In Österreich, das habe ich noch nicht gesehen. Also von Deutschland ist es großartig. Nein, auch die Skifahrer habe ich noch nie gesehen. Das macht uns Freude. Einerseits was Modernes war und andererseits auch ein wenig Tradition, wie es beim Skifahren dazugehört. Es war mega kalt, aber wir haben den Schnee ein bisschen zum Schmelzen gebracht. Was wir mitbekommen, ist auf jeden Fall, dass die Leute da drauf stehen. Wie wir rüberkommen, auch authentisch und weil wir uns selber glaub, in dem Moment auch immer so feiern, springt der Funke dann auch ziemlich gut über. Die Menschen für kurze Zeit auf eine musikalische Reise mitnehmen. Die Musiker haben ihr heutiges Ziel erreicht.